Berlin-Kreuzberg. Nicht nur hier gibt es eine eigene Kiezsprache. Ein Mix aus Deutsch, Türkisch und Jugendslang. Zufällig treffen wir zwei, die uns ein bisschen einführen in ihren Wortschatz. Also wenn ich einen anrufe, sage ich zum Beispiel, na, was geht, alles klar und so weiter, ja. Zum Beispiel Leute, die sich nicht wehren können, sind Opfer oder Toys oder... Das sagen jetzt die neue Generation, ja, die Zehnjährigen. Zum Bullen sagt man nicht Polizei oder Bullen, der sagt man Ziften und sowas halt, ne. Und immer wieder was Neues praktisch. Also das lernen wir praktisch auch von den Kids und von den Älteren, lernen wir das. Ach so, Lan. Lan, das ist ein Wort für Kollege so. Ey Lan, alles klar Lan, so weißt du, so Arkadaş, Muruk, das sind so alles so Wörter, die man halt benutzt. Ältere Sprüche, die man immer noch bis zum heutigen Tag immer noch irgendwie benutzt. Praktisch, ja. Ja, vielen Dank. Und was heißt das für die deutsche Sprache? Die Germanistikprofessorin Heike Wiese gibt Entwarnung. Ich habe neue Wörter, ich habe neue Konstruktionen, die ich im Standard nicht habe. Anderes wird ausgebaut. Es geht in beide Richtungen. Um die deutsche Sprache müssen wir uns keine Sorgen machen. Die wird dadurch nur bereichert.